Keime. Immer wieder müssen die Stadtwerke Rosenheim das Trinkwasser darauf prüfen. Proben werden an verschiedenen Stellen genommen, regelmäßig so in unseren Brunnenanlagen, in allen Brunnenanlagen, in den Hochbehältern, sowie an Punkten im Netz und zwar immer nach einem Zufallsprinzip, also dass man wirklich das gesamte Netz abdeckt. Sollte es zu einer Verunreinigung des Trinkwassers gekommen sein, müssen Bürger aber nicht in Panik ausbrechen. Beim Duschen nicht, beim Geschirrspüler auch nicht. Nur wenn man das Wasser trinkt, wenn man Wunden damit reinigt, sowie wenn man das Wasser Kleinkindern, Alten und Kranken gibt, die sind eben für diese Darmbakterien dann eher anfällig. Da sollte man das Wasser auch abkochen. Bleibt noch die Frage, wie es mit den Haustieren aussieht. Da besteht kein Problem. Also nach den technischen Handbüchern, nach denen wir vorgehen, gibt es dafür keine Richtlinien, dass man das für die Tiere abkochen müsste. Die haben da kein Problem mit.